etwas, das man nur im Fiat Panda hat. Verschiebbare Teile im Innenraum. Das ist wohlgemerkt ein Aschenbecher. Das heißt, wenn der Beifahrer raucht, raucht er hier. Und wenn je näher das zum Fahrer kommt, umso gefährlicher wird das. Und woran erkennt man, dass man zu viel Rauch eingeatmet hat? An den idealen Übersetzungen im Handbuch. Das heißt, hier kann man ganz, ganz deutlich nochmal nachlesen. Durch Colo Angotribunoconvolo im Kurbelgehäuse. Fiat Panda, viel Liebe in einem Auto.